Selam aus Alanya. Heute mache ich mal wieder nach langem eine wunderbare Meditation. Und die möchte ich dir zeigen, denn die mache ich selbst und sie ist sehr energetisierend. Das ist die umgekehrte Shakti-Meditation. Und die Wirkung von der umgekehrten Shakti-Meditation ist diese, dass du dir selbst Selbstliebe geben kannst. Dass du dich selbst segnest. Denn es ist so, du kannst weder eine Segnung von außen empfangen, noch kannst du andere segnen und anderen Liebe geben, wenn du diese Liebe nicht in dir selbst hast. Du brauchst selber die Fülle, die Stabilität, die Kraft, die Stärke, um in der Selbstliebe zu sein. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo außen, um uns herum und auch kollektiv sehr viel Trauer ist. Sehr viel Trauer, sehr viel Schmerz. Und um das halten zu können, ist es sehr wichtig, dass du selbst in die Stabilität kommst. Diese Meditation dauert insgesamt 17 Minuten. Wenn du diese Meditation 17 Minuten täglich machst, kannst du dich jedes Mal regenerieren und bist stabil und bist total voller Kraft und Neutralität im Leben. Ich möchte, dass wir davor uns einstimmen mit dem Adi-Mantra. Die Bedeutung des Adi-Mantra verlinke ich dir unten in die Infobox. Die Meditation hat drei verschiedene Teile. Die erste Mudra dafür ist, dass du aufrecht erstmal mit der aufrechten Wirbelsäule erstmal nach gerade hier sitzt. Dann hast du die linke Hand und die ist in der Schulterhöhe, in einem Eid, in dieser Eid-Haltung. Die rechte Hand schaut über deinem Kopf ungefähr 15 bis 25 cm über deinem Kopf. Du schließt dabei deine Augen. Während der ganzen Meditation sind deine Augen geschlossen und der Fokus der Meditation, deine Augen, sind auf deinem Mondpunkt. Das ist hier in deinem Kinn. Du schaust also direkt nach unten. Dabei ist die Atmung auch ganz wichtig. Die Atmung ist so, dass du eine Minute atmest. Das heißt, du atmest 20 Sekunden lang ein, hältst 20 Sekunden und atmest 20 Sekunden aus. So kommst du in eine ganz tiefe, tiefe Ruhe und bist in diesem Moment total im Hier und Jetzt. Die zweite Übung ist dann die, dass du deine Arme nach außen streckst, deine Handinnenfläche schauen runter zur Erde und energetisieren dich und verbinden dich auch nochmal mit deinem Magnetfeld. Diese Haltung behältst du auch mit langem, tiefem Atem für 3 Minuten. Danach die letzte Übung. Du nimmst deine Arme senkrecht über deinen Kopf und streckst dich richtig schön nach oben und atmest hier auch richtig schön tief ein und ziehst so richtig deine Muskeln zusammen, haltest und spannst und atmest dann in einem Kanonenatmen aus, praktisch auf einmal alles durch den Mund ausatmend. Das siehst du dann, während wir die Meditation gemeinsam machen. So, ich wünsche dir, dass sie dich genauso schön stärkt und dich stabilisiert in dieser heutigen Zeit, so wie sie mich stabilisiert, damit du diese wunderbare Liebe in dir nochmal richtig schön spürst, damit du sie anderen Menschen geben kannst. Denn das ist die größte Freude im Leben, die Fülle, die du selbst fühlst, anderen zu geben, um auch andere zu stärken mit deiner eigenen Stärke. Lass uns gemeinsam einstimmen. Wir reiben die Hände zusammen. Du kommst mit deinen Händen, deinem Daumen zu deinem Herzzentrum. Schließ dabei deine Augen. Atme tief durch die Nase ein und aus. Sei ganz im Hier und Jetzt. Und spür die Luft um dich herum. Deine Sitzbeinhöcker auf dem Boden. Spür Mutter Erde unter dir. Atme weiterhin tief, tief durch die Nase ein und ganz relaxed durch den Mund aus. Und
nochmal tief durch die Nase ein. Und diesmal durch die Nase tief aus. Nochmal tief ein zum Beginn. Atme tief durch die Nase ein, halte den Atem für einen kurzen Moment. Atme durch die Nase aus, löse deine Haltung und komm jetzt in die selbstsegnerische Haltung. Die linke Hand ist hier in Schulterhöhe, dieser Eithaltung. Deine rechte Hand schaut über deinen Kopf, ungefähr 15 bis 25 cm über deinen Kopf. Schließ deine Augen und mit geschlossenen Augen schaust du runter auf dein Kinn, auf deinen Mondpunkt. Atme dann im 20-Sekunden-Takt ein, einatmen 20 Sekunden, halten 20 Sekunden und 20 Sekunden ausatmen. Beginne jetzt für die nächsten 11 Minuten. Thank you.
tief durch die Nase ein. Und atme aus. Löse die Haltung. Streck deine Arme jetzt richtig schön nach unten aus. Die Handflächen schauen nach unten. Und atme hier weiterhin mit geschlossenen Augen. Tief, tief durch die Nase ein. Und vollständig durch die Nase aus. Und streckst du richtig schön deine Arme nach außen. Mach deine Arme ganz steif und fest und streck sie nach außen. Spür ganz intensiv die Energie, die du bereits aufgeladen hast. Die Stärke, die du bekommen hast durch die vorherige Übung. Meditation sorgt für eine intensive körperliche und spirituelle Reinigung, damit du vollständig dich in deiner Selbstliebe fühlen kannst, um es weiterzugeben. Nervensystem wird jetzt in diesem Moment gereinigt. Deine Oberarme können schmerzen. Es ist bewusst eine ganz intensive Reinigung deines Nervensystems. Löse dich von Trauer, Schmerz. Gehen wir zur nächsten und letzten Übungsreihe. Und zwar nimmst du deine Arme nach oben, wie du es gerade siehst, und hältst sie so richtig schön nach oben, richtig schön nach oben ziehend, steif nach oben ziehend, und atme dabei jetzt ganz, ganz tief durch die Nase ein. Halte den Atem, bis du dann nicht mehr kannst, und atme dann durch den Mund kanonenartig aus. Zieh dich schön nach oben, zieh, zieh. Zieh.
atme nochmal tief, tief ein. So steif wie möglich und zieh deine Arme nach oben. Mach weiter. Spür die Intensität durch jede Wiederholung. Atme jetzt tief ein und beim Ausatmen streich über deine Aura ganz langsam. Leg die Arme ganz bewusst ab. Geh in die Buddha-Haltung. Leg deine Arme, deine Hände auf deinen Schoß. Und spür noch mal für einen Moment nach. Atme dabei lang und tief. Reib deine Handinnenfläche aneinander. Komm mit deinem Daumen zu deinem Brustbein, zu deinem Herzzentrum. Lass uns einmal ausstimmen. Das Ausstimmungsmantra ist Sat, Nam, ein langes Sat und ein kurzes Nam. Die Bedeutung ist die eigene Identität, dir selbst treu zu sein, authentisch zu sein. Atme tief durch die Nase ein und beginne. Sankt Schön, dass du dabei warst und ich hoffe, du kannst dir die nächsten 17 Minuten täglich rausnehmen. Ich wünsche mir das für dich, denn es ist total energetisierend und sehr aufbauend, in die Selbstliebe zu gehen und sich selbst zu segnen.
Und vor allem, wenn du in der Energiearbeit arbeitest oder wenn du gerade Energie brauchst und Fülle brauchst und eine Segnung brauchst, dann ist die beste Segnung deine eigene. Ich wünsche mir für dich, dass du richtig schön intensiv in die Selbstliebe gehst und wünsche dir alles Gute. Deine Tubakara. Sat Nam.